Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News zum 13.09.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Und da ist nichts Neues drin. Na gut, wir fangen jetzt einfach mal auf der rechten Seite hier an mit einem der schlimmsten. Schrecklich. 3 von 10 kriegt der Träger-Shuffle von mir. Ich weiß, der sofort liebt das Teil. Ich hasse den Träger-Shuffle. Ganz schrecklich finde ich das Ding. Also, hier haben wir ein Voting von 4,05 von 5 bei 22 Votes am 12. Januar 2019 das erstmal drin gewesen. 6x 40 wie meines. Das letzte Mal im Shop am 9. Juli. Vor 127 Tagen. Dann geht's weiter mit dem Sergeant Wurzel. Jo, was soll ich dazu sagen? Sergeant Wurzel, hier die Lady. Am Burgerstand. Der Burger. You wanna have a burger? Verachtende V-Bucks, die kriegt von mir 7 von 10 und hat hier folgendes Voting. Wir haben 4 von 5 bei 19 Votes am 16. September 2019 das erste Mal drin gewesen. 3x 10 Reminders. Jetzt mal im Shop am 25. Oktober. Dann geht's weiter mit der Picke, dem Geist, die Spectre Picke, verachtende V-Bucks. Teil des Geheimsyndikatsets. Jo. Sieht ein bisschen aus wie die Omega-Picke, kriegt von mir 7 von 10 und hat hier folgendes Voting: 3,85 von 5 bei 39 Votes am 30. März 2018. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Mit der Jubelstimmung. Für 200 V-Bucks das Teil, finde ich super witzig, kriegt von mir 10 von 10, hat hier folgendes Voting, 4,22 von 5, war noch eingeblendet, 4,22 von 5 bei 27 Votes, am 24. März 2018 das mal drin gewesen, 19 Mal seitdem, 38 Reminders. Weiter geht's mit dem Wurfscheibenwirbel, finde ich ziemlich cool, das Teil kriegt von mir 10 von 10 für 500 V-Bucks. Und der Teil hat hier folgendes Voting, 3,43 von 5 bei 7 Votes am 16. Oktober 2019, das ist mal drin gewesen, jetzt das zweite Mal, 2 Reminders. Jo, dann sind wir bei dem Biss angelangt und der Biss nichts Persönliches, reine Geschäftssache. Sieht eigentlich ganz cool aus, das Teil. Kriegt von mir 7 von 10 bis und hat hier folgendes Voting. Wir sind hier bei, oh mein Gott, 2,3 von 5 bei 27 Votes am 23. Juni 2019, das ist mal drin gewesen. 4x 23 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen am 13. Oktober. Jo, dann sind wir mit den täglichen Items fertig, dann geht's zu den vorgestellten Gegenständen. Hier haben wir das Sturmauge. 1200 V-Bucks, das Teil finde ich richtig geil, kriegt von mir 10 von 10. Und das hat hier folgendes Voting: 4,23 von 5 bei 31 Votes am 7. Juni 2019. Das war drin gewesen 6x, 4 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 62 Tagen am 12. September. Dann haben wir als nächstes Turbulent für 500 V-Bucks, eine ziemlich coole Lackierung, muss man sagen. Teil kriegt von mir 8 von 10 für 500 V-Bucks. Und das hat folgendes Voting: 4 von 5 bei 18 Votes am 9. Juli 2019. Das war drin gewesen. 4x seitdem 7 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 62 Tagen am 12. September. Gewitter in Düsseldorf.
2000 V-Bucks. Mega geiler Skin, 10 von 10. Der Tempest hat hier folgendes Voting: 3,86 von 5 bei 71 Votes am 7. Juni 2019. Das war drin gewesen, 6 Mal. 38 für meine, setzen wir in den Shop auf am 12. September. Der Blitz, noch Bowl, sieht ein bisschen aus wie so eine Star Trek Lady, hier für 800 V-Bucks. Jo, kriegt von mir 7 von 10 und hat hier folgendes Voting: 3,87 von 5 bei 47 Votes am 7. Juni 2019. Das war drin gewesen, 6 Mal, 3 für meine, setzen wir in den Shop vor 20 Tagen eben auf. Im kompletten Set. Ja, und sind wir gleich auch durch. Jetzt haben wir noch diesen Sturmblitz. Den finde ich persönlich nicht so krank. Ja, ist okay. Teil kriegt von mir 8 von 10. Hat hier folgendes Voting: 3,87 von 5 bei 30 Votes. Jo, 6 Mal im Shop gewesen jetzt. 2 Reminders. Jo, weiter geht's jetzt hier mit diesen Azteken-Dingern da. Jetzt sind wir da bei diesem Axe-Tag. Die Werkzeug-Effekt sieht so aus. Für 800 V-Bucks. Jo, kriegt von mir 6 von 10. Und hat hier folgendes Voting: die Axe-Tag. Wir sind bei 2,17 von 5 bei 24 Votes am 8. März 2019. Das war drin gewesen. 8 Mal. Vier Reminders, letztes Mal im Shop am 7. Oktober. Jo, weiter geht's mit dem Sonnenaufgang. Sie kriegt von mir 7 von 10 das Teil. Der Sunrise. Jo, der Teil hat hier folgendes Voting: 3,18 von 5 bei 28 Votes. 5 Reminders. Alles im Datum her ungefähr gleich. So, Sonnenvogel, 12 von der V-Bucks, gibt es diese zwei verschiedenen Styles. Sunbird kriegt von mir 7 von 10. Hat hier folgendes Voting. Wir haben, das ist der Mesmer, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Sunbird haben, sorry for that. Da ist es. 4,01 von 5 bei 88 Votes am 8. März 2019. Das war drin mit 8 Mal. 119 Reminder. Jetzt dürfen wir dann aber auch zu dem Mesmer kommen. Der hat keine Styles. Den finde ich aber besser. Kriegt von 8 von 10 der Mesmer. Der Teil hat hier folgendes Voting. Von euch bekommen. 3,69 von 5 bei 67 Votes am 8. März 2019. 8x7 war ich für meines. Jo, dann sind wir auch schon bei dem nächsten Set angelangt. Da kommt das, die kleinen Happen hier. Total verrückte Picke für 800 V-Bucks. Finde ich irgendwie cool mit dem Burger und der Tomate. Kriegt von mir 7 von 10. Und der Teil hat hier 3,83 von 5 bei 6 Votes am 28. September 2019. Das war drin gewesen. Jetzt das zweite Mal. Ein Reminder. Jo, und last but not least kommen wir jetzt zu dem Bärchen Hershey. Mit vier verschiedenen Styles. Müssen wir ein Video dazu haben. Der Teil ist total crazy. Kriegt von mir 8 von 10. Jo, und Bershi hat hier, Rexy hat hier folgendes Voting: 2,79 von 5 bei 14 Votes. Am 13. November 2019 ist das erstmal drin gewesen. Bis. Bestimmt da was nicht. 13. November. Rexy? Vorher noch nicht im Shop? Aber stimmt hier nicht.
12 Reminders. Bin ich jetzt in die Schule? Also, das muss ich mir nochmal genauer anschauen, weil jetzt bin ich ein klein wenig irritiert. Wird auch hier gar nicht als neu angezeigt, oder? Komisch. Also, was kriegt der Shop von mir heute für ein Voting? Ja gut, was soll ich dazu sagen? Hier auf der rechten Seite bin ich nicht begeistert, auf der linken Seite bin ich auch nicht so wirklich begeistert. Ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, das haut mich jetzt voll vom Hocker. Deswegen, wir haben hier momentan 623 Votes für Love It. Wir haben 911 Votes für It's Me und 2082 für Hate It. Von mir kriegt dieses Teil ein Hate It. 2383. So, zack. Meins ist 2384. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt uns in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal da ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.